Hallöchen zusammen. Ja, wir haben schon den Gürtel ausgetauscht. Noch und ein bisschen was drauf geklatscht. Und wir machen auch jetzt da weiter mit dem Event. In Kapitel 3 gehen wir jetzt. Und los geht's. Also, wie es aussieht, war es doch das eine da, wo wir kurz Kapitel 2 war, wo wir mal hängen geblieben sind. Also, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, habe ich noch nicht gesehen gehabt. So. Wir stellen uns jetzt Kapitel 3 und da bin ich gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Bin ich gespannt. We have to journey north, all the way north. There, the Hellion shall be made whole again. My brethren, the army of truth seekers will join forces with us. We shall march to stop Fury's ascent. One final push. That will determine the fate of mankind. Okay, das ist Kapitel 3. Aber ich möchte auch gerne mal den wechseln. Vielleicht haben wir das ja auch mal bald. Guck mal, wir haben jetzt einen Wolf. Wusste ich gar nicht, dass ich jetzt einen Wolf habe. Geil ist das denn? Ja. Dann nehmen wir den Wolfi-Wolf. Wolfi-Wolf, komm. What are they doing? What's wrong? I'm not sure. We've reached the Vault of Truth. Let's go. Agreed. We could all use some rest. We won't find rest down there. What are they waiting for, out in the open? And if that does not give you pause, then the yellow smoke should. What is it? Some kind of signal? It means that their halls have been breached. We will take a different path. We built a network of caves among the Vault's foundations when hostilities with the Republic were at their peak. Fallback shrines in case something went wrong. We should find one of these nearby. Okay. Sehen, was auf uns zukommt. Ich bin mal gespannt, wie stark der Breitkolben ist. Aber mal da hinten geht's lang. Finden wir denn hier? Ist hier irgendwas Schönes? Müssen erkunden. Dazu ist aussieht nichts. Wow, nur Aussicht, okay. Dachte, jetzt gibt es hier was Schönes. Nein. Okay. Es gibt halt nichts Schönes. Schade. Ich hätte aber mir gerne eher ein Schwert gewünscht als so ein Streitkolben. Aber naja, gut. Kann man leider nichts machen. Was haben wir hier? Was ist das hier? This shrine is occupied.
Okay, da hinten haben wir. Who goes there? Identify yourself. Stand aside, boy. Where is your commander? Near the campfire. You've seen it as much as I. Okay. Ganesh, is that you? Gendris, you made it, brother. Are you the ranking officer? I was, but you are now, Eos. What happened up there? Several weeks ago, a demonic spawn of a new kind revealed itself to us. It introduced itself as Synadrahel, Herald of the Blind Prince. My brethren tried to banish it, but it didn't even have to fight back. It just changed them. They seemingly lost the will to fight, becoming thrall to its will. Soon, most of us fell to its magic. The pacification. It has begun. What is that? Fury's ascent. As Ahriman's summoning approaches, the cult of the Blind Prince gets stronger and bolder. Synadrahel leads the first of waves of legions to come. Lady's mercy. We have to warn what's left of our armies and... And what? Fuel Ahriman's ranks further? There is not time for that. We act now. What's in your mind? Was the Inner Sanctum breached? No. I sealed it myself before leading those I could convince down there. Good. We'll assemble the Hellion and use its power to stop Ahriman's conjuring. You can't mean it. Oh, trust me. I do. What does that mean? You haven't told them, have you? No wonder they agreed to this. What will happen if we use the Hellion? Ganesh? Anathea, the Lady of Dawn herself, created the Hellion by imbuing part of herself into it. She gave it to our ancestors so that we would have a weapon to summon her powers to defend mankind if everything else had failed. This weapon only ever served once, several centuries ago. While it fulfilled its function and brought victory, something else happened that we could not anticipate. Its use broke something. We still do not know why it happened to this day, but conjuring Anathea's powers for just a few seconds opened an abyssal rift far to the north, easing the passing of demonic entities from the abyss into this world. In saving themselves, they put at risk all future generations. Realizing that the price to pay was too big, our ancestors broke the Hellion in half and hid its pieces in two vaults, forbidding its reconstruction. It's too risky, Ganesh. Only a madman would wield such power. I don't care much for that mumbo-jumbo. The way I see it, the pacification has already started. Republicans have fallen to it in Crimson Keep, and now your precious vault is already turned. And Ahriman isn't even here. We hardly have the luxury to play it safe. Ganesh, you should have told us. But she's right. One man has a plan, the other has doubts. I go with the plan. This is blasphemous. We will do what must be done, brother. We will stop Ahriman, with or without your help. I don't know. We can't take that decision. The stakes are too high. We cannot wait for them to make up their mind. I will prepare a prayer to shield my men and Valeria against the pacification for the battle to come. Meanwhile, you move into the vault and get the Hellion's second piece. Wait, won't I be pacified? You're an ascended. Act like one. You will resist it, and you will prevail. Now, go. Attune yourself to the Searing Song's altar at the end of each of the vault's wings, and unseal the Inner Sanctum. There you shall find what we seek. Good luck, brother. Okay. Ach, die Trulla lebt ja auch wieder. Ist gut, aber da geht's runter. Okay. Wir sind aber hier rum. Alles klar. Oh, die Troller kommt nicht mit. Okay. Dann gehen wir alleine. On my own again. All right, let's find that vault. Ich und mein Wolfi. Ich und mein Wolfi. I must attune to the Lady of Dawn before that gate opens. Okay. Ja schon. Oh, hallo? There's a nefarious magic echoing through these halls. The cult of the Blind Prince has been hard at work. Join us. Crushed by our heroes.
Okay, ihr habt keine Chance. Alles klar. Okay, der Streitkolben ist doch schon ganz schön gut. Pistole. Mit uns wieder nichts Anständiges. Ein Ring aber hier. Okay, wir gucken uns mal hier unten um. Keiner. Das ist hier nix, okay. Nee, das ist doch eine Riesenkiste. Nix, was man gebrauchen kann irgendwie. Gerade der Gnadenschlag. So, lass mal sehen hier. Was ist der für ein Zauber? 230. Blau brauchen wir nicht. Was haben wir hier? 272. 56. Definitiv. Schuhe, wie sieht's da aus? Auch definitiv. Nee. Schulterplatte machen wir auf jeden Fall auch. Aber welche, warte mal, welche von den beiden? So. Ausgetauscht, die muss man mal, tun wir mal auf Seite. Drücken wir mal den Ring. Ja, bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Alles klar. Wow. That's not happening. Hundi, wieso hilfst du mir nicht? Hundi, wieso hilfst du mir nicht? Nochmal Beinschutz. Au. Ja, alles klar. Wow, in der Typ. Was haben wir denn hier? Oh. Auch wieder extrem. Na gut, die Hosen nehmen wir definitiv. Was haben wir denn hier? 240 nur. Dann gehen wir mal ganz gut zurück. Ganz kurz zurück. Oh. Neue Stadt. So.
So, sag mal, wir haben einmal defensiv 1 und 2. Machen wir. Thank you for your custom. We appreciate it. Mal hier. Nicht, was daneben soll. Ach egal, nehmen wir das jetzt. Und auch ein bisschen. So, Rüstung tun wir mal weg. Das machen wir alles später. Schon ausgetauscht. Gut, dann kann man den Rest verkaufen. Hello there, friend. Please browse my wares. Ein Zweihänderschwert, okay. Don't forget about me, was ist das? Ja, ein Zauberer. Ja, kannst auch zugeben, danke. Hi, please don't touch anything. Oh. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse es. Und dann gehen wir auch direkt da rein. So, da sind wir wieder. Gut, dann muss ich das wieder rausschneiden, aber na gut, das ist egal, das ist nicht so schlimm. So. Das Spiel von vorne machen. Egal. Wo war ich denn da eigentlich jetzt? There's a nefarious magic Weg ist jetzt auch ganz anders. Gegner haben wir da unten. Wuffi, 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 Wuffi. Ich sollte. Wir sind ja im Bereich des Feuers, ne? Vielleicht nicht auf Feuer machen, sondern was haben wir hier? Frostschaden. Wir gehen mal auf Gift. Mal sehen, was da kommt. Gift ist eigentlich auch nicht schlecht. Ach, da kommen wir jetzt auf einmal runter.
fighting it is futile. Ach so, jetzt soll man das Böse ausmetzeln hier. Gift macht eigentlich auch ganz schön was aus. Ein neues Schwert. Oh, zwei Hände. Stab. Oh, starte endlich mal anständiges. Ja. So. Dann würde ich auch sagen, dann ist die Folge hier auch schon leider wieder beendet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.